Die Eintracht und Europa, das passt einfach seit Jahren wie die Faust aufs Auge. Erstes Conference-League-Spiel zu Hause gegen PAOK aus Griechenland. Hauge ist drin für Nkunku, das ist die einzige Änderung. Ansonsten würde ich die Mannschaft gerne sich so ein bisschen einspielen lassen, dass ich mich auch so ein bisschen selber dran gewöhne. Das Ding ist jetzt, ich habe das Konzept mal ein bisschen verändert, also auf Konter spielen. Habe ich jetzt mal so eingestellt. Das hat bei vielen Spielern eine gute Reaktion zeigen lassen. Also die haben dann einen besseren Wert bekommen, also würden dann einen besseren Wert kriegen. Von daher habe ich es mal gemacht. Mal gucken, was das für Auswirkungen hat. Und ich glaube, das wird so ein Spiel wie gegen Bochum. Ja, PAOK hat auch als Konzept Kick and Rush als Vorgabe. Also es wird auch richtig, richtig eklig. Aber was mir aufgefallen ist, es gibt gar nicht mehr diese Rauslauf-Animation, wo die dann alle im Mittelkreis stehen. Das vermisse ich so ein bisschen. Das war eigentlich auch mal ganz cool, ne? Wenn die dann rausgelaufen sind, hatte irgendwie einen Flair. Nun gut, vielleicht wird das ja noch geupdatet oder vielleicht ist es halt dieses Jahr so, dass halt nicht mehr am Anfang die ganze Mannschaft dann gezeigt wird. Naja, ist ja auch egal. Wir konzentrieren uns jetzt hier aufs Spielerische. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie wir das heute machen. Bislang kriegen wir es ganz gut verteidigt, wollte ich sagen. So, jetzt mal die Chance umzuschalten. Wenn sich der Orban da mal frei läuft, das könnte... Ja, Orban kriegt da. Super Ball. Ah, dann schlechtes Abspiel. Neues Spiel, neues Glück. Aber wenn wir das so machen wie gegen Bochum und gegen die Kölner, da haben wir uns ja auch viele Chancen rausgespielt. So ist es ja nicht. Aber wir haben dann am Ende leider die Dinger nicht gemacht. Das ist das Gleiche hier in der Europa League. In der Europa League. Seht ihr, ich bin es gewohnt, in der Europa League zu spielen. In der Conference League wird es genauso sein. Da müssen wir uns auch die Sieger hart erarbeiten. Und die Tore. Von daher, das könnte auch hier sehr, sehr torarm werden. Ich hoffe aber nicht. Achtung. PAOK kommt mit der ersten Chance natürlich. Und das erste Tor. Jeder Schuss ein Treffer. Das ist Wahnsinn. Fällt mir direkt wieder auf. Samata, da stehen wir eigentlich gut und Tuta steht ja davor und dann kriegt er den, weiß ich nicht, ob er den durch die Beine bekommt, sah jetzt nicht so aus, hier sehen wir es nochmal besser. Nee, einfach ein Schuss ins lange Eck, den Trapper nicht halten kann. Wir bräuchten einen größeren Keeper, gefühlt, also. Weiß ich nicht. Ein Bewahner Ali Samata, genau, so sehe ich das auch, das kannst du wahrscheinlich betrunken ein bisschen besser aussprechen. Ja, dann ist es bislang das leidige Thema in der Saison. Vorne den Sturm kriegen wir nicht so richtig hin und die Verteidigung steht dann auch nicht so sicher. Aber vielleicht die Chance für den Ausgleich. Wenn die Bälle auch mal ein bisschen präziser gespielt werden. Hauge zum Beispiel jetzt mit der Chance. Götze stolpert, warum auch immer. Und er wäre eigentlich dran gekommen. Warum springt er da rüber? Warte doch einfach, bis du den Ball kriegst. Schade, das war auch wieder eine große, große Ausgleichschance. Gut gepresst vorne, draufgegangen und dann ja, hätte Hauge vielleicht auch normal in die Mitte spielen können. Wäre, glaube ich, auch Platz da gewesen. So, Gift Orban, nächste Chance. Komm, Junge, der ist doch schnell. Zieh mal weg, 28. Ja, wir kommen, so langsam. Chancen sind da, jetzt müssen wir auch nochmal die Tore schießen. Oh, Götze, wo ist denn Philipp Max? Der schießt doch nicht die Ecken ohne Philipp Max. Jetzt muss er es aber hinkriegen, Orban. Bimbe, Götze, kriegt er die zweite Chance. Flanke kommt, ja, ein bisschen besser. Nun gut, weiter geht's. Götze, Orban und jetzt aber Mamouche. Jetzt muss es da sein. Und der Ausgleich. Omar Mamouche. Alias Samuel Umtiti in dem Fall. Aber endlich, endlich belohnen wir uns mal. Gut gespielt, schnell gespielt. Hier, zack, der Ball war nochmal wichtig. Und dann Mamouche mit der Seite, zack, oben in den Winkel rein. Besser kannst du es nicht machen. Und so, so wichtig, auch mal zurückzukommen, auch mal so Dinger reinzumachen. Und vielleicht gibt uns das jetzt auch so ein bisschen Sicherheit, Selbstvertrauen, weiß ich nicht.
ich hoffe einfach auch mal, dass wir mehr als ein Tor machen. Also ich meine, außer gegen Darmstadt, aus bekannten Gründen haben wir ja bislang nie mehr als ein Tor geschossen, wenn wir überhaupt mal getroffen haben. Ja, und ich sage euch ehrlich, so ein 1-1 am Auftakt, das wäre ein bisschen zu wenig. Für mich persönlich. Für den Gegner wird es wahrscheinlich okay sein, hier mit einem 1-1 rauszugehen, aber nicht für uns. Wir wollen mehr, aber aufpassen auch auf die Verteidigung. Zivkovic, da packt er einmal die Skills aus, aber William Pacovine echt. Einfach zweikampfstark, einfach richtig, richtig gut. Und die nächste Chance, Marmoush. Auch schnell, nimmt sie mit 10 Leuten gefühlt auf. Marmoush in der Mitte, da müsste Orban sein, abgefälscht. Und dann fehlt auch mal das Glück, dass der Ball auch mal zu uns abgeprallt wird. Zum Beispiel jetzt in dem Fall. Aber der Ball kommt schon wieder zurück hier. Postwenden, Götze. Allein gegen alle, warum nicht? Götze macht das richtig gut. Und da hinten ist doch Orban. Nächste Chance, Hauge. Wieder gespielt. Und Miretti, nächster Schuss gegen die Latte. Und Götze, jetzt geht's aber hier drunter und drüber. Eine Chance, jagt hier die nächste. Und am Ende steht es dann 2-1 für den Gegner. So laufen dann so Spiele manchmal. Aber es sieht gut aus. Wir machen vorne Druck. Spielen uns auch Chancen raus. Haben auch wieder ein bisschen Abschlusspech. Miretti, glaube ich, gegen die Latte. Und wie gesagt, dieser eine Götze-Kopfball, als Hauge da den Ball gewinnt. Ich weiß nicht, ob der nicht normal auch reingegangen wäre. 4-2 Schüsse auch wieder. Aber da kannst du dir nichts von kaufen. Marmoush. Müssen wir auch mal gucken, wegen der Bundesliga, dass wir da mal ein bisschen haushalten. Deswegen machen wir das mal so. Dass, ach Quatsch, was mache ich denn hier? So, sollte das eigentlich sein. Dass wir Larsen mal vorne reintun. Ich schlage zurzeit wenig Flanken. Ich versuche mit den drei vorne eigentlich mich immer so rein zu kombinieren in den Strafraum. Aber ab und zu muss auch mal eine Flanke reingeschlagen werden. Wenn wir da so eine 1,93 Hüden vorne drin haben. Da kann ich mich nicht immer nur durchspielen. Da muss dann auch mal vielleicht irgendwie eine Flanke her. Larsen, ja, wenn wir gerade von ihm sprechen. Skiri muss auch mal die Grätsche auspacken. Schade, klappt leider nicht. Vielleicht jetzt. Larsen holt sich den Ball. Oh, und dann Hauge mit dem Fehlpass. Der kann ganz böse enden. Und so ist es auch. Prompt das Gegentor. Du wirst ja eiskalt bestraft. Das hat sich auch nicht geändert. Jeder Schuss gefühlt ein Treffer vom Gegner. Ja, und der klassische Fehlpass im Aufbau. Ne, Hauge, wenn er den vielleicht zum Mitspieler kriegt. Aber wir haben danach auch noch die Chance zu verteidigen. So ist es nicht, ne? Aber da wird dann die Lücke wieder aufgemacht. Und dann kommt Robin Koch auch da leider zu spät, weil er sich erst für die andere Seite entscheidet. Ja, und Trapp bislang an fast jedem Gegentor einfach machtlos, weil die sind einfach so gut geschossen. Nicht mal den Hauch einer Chance, wirklich nicht. So, wieder der Rückstand, wieder nicht schön, aber natürlich noch lange kein Grund, hier den Kopf in den Sand zu stecken. Ist noch viel Zeit, vielleicht jetzt, wenn, ja, nee. Sowas zum Beispiel, wenn wir da auch einfach mal den Ball gewinnen würden. Im Pressing aber dazu wird es gar nicht kommen, weil die Gegner uns gar nicht spielen lassen. Bis dahin. Achtung, nächste Chance. Koch dazwischen. Achtung, Ecke ausgespielt. Das darf halt nicht sein. Robin Koch kommt auch nicht ran. Das ist einfach, das ist Kreisklasse. Das ist wirklich Kreisklasse. Die stehen da zu dritt und gucken zu. Ja, das geht nicht. Das verstehe ich auch nicht, warum die KI da nicht mal selber hingeht. Also was soll ich denn noch machen? Die stehen ja da perfekt. Muss nur einer den Fuß raushalten, dann haben wir den Ball hier. 3, 4 Mann, der kann einfach durchspazieren. Die machen nichts. Das ist Wahnsinn. Also das ist wirklich mit das lächerlichste Gegentor, was wir hier bekommen haben bislang. 3-1, ey. 60. Minute.
Unfassbar, wirklich, also unfassbar. Da waren gerade 4 Mann, die öffnen ihm die Tür. Wirklich, der braucht gar nichts mehr machen. Der kann durchspazieren, sich währenddessen noch die Hausschuhe anziehen. Das ist leider schade. So machen wir uns, ja, unser gutes Spiel eigentlich kaputt, aber, ah, Larsen, schade. Wir haben ja gar nicht schlecht gespielt in der ersten Halbzeit, ne? Aber dann, zack, zweite Halbzeit. Der eine Fehlpass und jetzt einfach da die Tür offen gelassen für den Stürmer. Das wird halt auch gegen so einen Gegner bestraft, ne? Und so haben wir es gegen jeden schwer. Also wenn wir das weiterhin so schlecht verteidigen, dann weiß ich nicht, gegen wen wir gewinnen wollen. Aber gut. Wir geben nicht auf. Gift Orban zieht an. Spitzer Winkel muss er machen. Es geht doch. Hopp, nimm den Ball mit. 68. Da muss es auch mal so eine Einzelaktion sein. Niemand vorne. Geschwindigkeit hat er. Und dann aus Spitzenwinkel. Die Dinger klappen eigentlich zu 90% immer. Schöner Abschluss. Keeper kommt nicht hin. Und es steht nur noch 3-2. Mal gucken, wo das noch hinführt. Vielleicht können wir jetzt auch mal das Momentum haben auf unserer Seite und das auch versuchen, irgendwie mal auszunutzen. So zum Beispiel, wenn Larsen dazwischen geht. Einmal, zweimal. Hat er sehr gut gemacht. Komm, Junge, hol dir dein Tor. Na gut, nicht, wenn hier 5 Mann auf ihn zustürmen. Aber gut, wiedergeholt. Ist super. Jetzt muss er nur in die Mitte rein. Da fehlt er nämlich. Da müsste er eigentlich präsent sein, die Bimbe. Jetzt müsste sich auch da einer mal fallen lassen. Hier, Orban zum Beispiel, macht er gut. Auge, ganz andere Seite. Oh, was war das gerade für ein Kreis? Ist das jetzt auch noch mit RB? Dass man mit RB und Flanken noch genauere Flanken schlagen kann vielleicht? Weiß ich ja nicht. Da ist auf jeden Fall Larsen. Schade. Ja, es funktioniert doch. Chancen sind da. Aber auch der Platz für den Gegner. Aufgepasst oben, da läuft er durch. Oh, mit Ansage, ey. Vorsicht, jetzt nicht wieder durchspazieren lassen. Das ist dasselbe wie vor den anderen Gegentoren auch. Das ist das gleiche, nur in grün. Wir lassen sie spielen. Echt, und das verstehe ich nicht. Also wenn das dieses Jahr auch neu mit hinzugekommen ist, dass sie noch weniger machen. Ich befürchte es leider langsam. Oder ob das was mit dem Verteidigen zu tun hat, weiß ich nicht. Ist ja egal. Also das hätte ich auch mit dem fortgeschrittenen Verteidigen nicht verteidigt bekommen. Aber es ist jeder Schuss ein Treffer. Also heute ist wirklich jeder Schuss ein Treffer und die letzten beiden Gegentore, das ist einfach lächerlich. Ja, das ist einfach wirklich, wirklich lächerlich, wie wir uns hier die Gegentore einfangen. Vor allem, du kriegst auch keinen Spieler und wenn du da mal einen kriegst, dann ist es eh zu spät. Und wenn du dann den Ausfallschritt machst, dann gibt es 11 Meter. Also ihr seht, es ist ein Teufelskreis. Manchmal. Das ist nicht in Worte zu fassen. So, aber trotzdem noch ist Zeit. Theoretisch Götze gegen alle. Ja, wird da aufgehalten. Gibt nicht mal einen Vorteil. Aber er macht es trotzdem. Macht er alleine aus spitzen Winkel. Ja, Götze. Aber gut, was macht jetzt noch Hoffnung? Wir haben noch 8 Minuten für 2 Tore. Dass wir hier mindestens mal Remis spielen. Vielleicht fangen wir jetzt mal an mit dem ersten Tor. Jawoll. Und da ist er doch. Strand Larsen, der 1,93-Hühne. Jürgen Strand Larsen. Schöne Ecke, Götze kann es auch ohne Max und dann setzt er sich durch. Natürlich mit seinen 1,93, vielleicht noch ein bisschen abgefälscht. Sehen wir hier vielleicht nochmal, ja, ob abgefälscht oder nicht. Es steht nur noch 3-4. Also das Gute ist, wir schießen mal mindestens mehr als 2 Tore. Das Schlechte ist, wir werden wahrscheinlich... Oh, was ist das denn? Das Spiel verlieren. Jetzt spielen sie hier auf Zeit oder was? Nee, das machen sie nicht. Vielleicht kriegen wir nochmal eine Chance. Wenn wir es denn jetzt mal schnell nach vorne spielen. Larsen muss den nach außen kriegen. Ja, aber nicht dahin, sondern da. Und Hauge nicht im Abseits. Ja, vielleicht der nochmal, aber Spitzenwinkel... Keine Chance. Wo ist denn hier einer? Es ist niemand da. Niemand ist da. Da macht Hauge halt ganz alleine. Miretti auf der Außen im Bimbo und hinten steht er doch. Da ist doch Larsen, wenn ich ihn kriegen würde, aber irgendwie wollte er nicht. Weiter geht's. Tut er. Jetzt vielleicht nochmal. Es gibt Freistoß. Ja, gute Position. Der erste Freistoß. First-Person-Sicht. Was entscheidet der Schiedsrichter? Die Schiedsrichterin holt ihn sich ran hier. Komm. Gelbe Karte, rote Karte.
Ah, gelbe Karte für Stefan Schwab. Scheint auch ein Deutscher zu sein, aber gut, das kannst du geben. Das musst du sogar geben. So, wer kann Freischüsse? Mamouche? Götze? Ja, muss mir nicht sagen, wie ich Freischüsse schießen soll. Ja, probieren wir mal, ne? Anderer kriegt es nicht hin. Wir versuchen mal hier an der Mauer vorbei. Mal gucken. Ich hoffe nicht, dass er gegen die Mauer schießt. Das wäre so, so wichtig, ey. 92. Minute, aber so nicht. So natürlich nicht. Schade. Also letzte Chance vergeben. Und somit wird es wahrscheinlich beim 3:4, ja schade, bleiben. Und somit die nächste Niederlage zu Hause in der Conference League. Erstes Spiel ganz, ganz wild. Zwei völlig unnötige Gegentore. Also allein das dritte. Alleine das dritte Tor, wie er da einfach Mutterseelen allein durch den Strafraum spaziert. Das ist nicht in Worte zu fassen. Schade. Aber na gut, wir haben immerhin mal drei Tore geschossen. Vielleicht können wir darauf ein bisschen aufbauen, aber defensiv, da muss das auf jeden Fall noch um einiges stärker werden. Und wir waren auch in dem Spiel wirklich nicht die schlechtere Mannschaft. Die haben aus 5 Schüssen, haben die halt auf 4 Tore gemacht. Aber von diesen 4 Toren waren sie 3-mal Mutterseelen allein vom Tor. Das ist halt der Unterschied. Deswegen haben die das Spiel gewonnen und wir nicht. Und jetzt kommt mit Freiburg auch wieder ein sehr, sehr unangenehmer Gegner. Ich weiß gar nicht, wie die spielen. Faris Chaibi ist immerhin wieder fit. Tut das momentan eher schlapp und hat nicht die Energie. Dann machen wir doch mal sich auf die Energie zu konzentrieren. Warte mal, hier Fokus. Starker Fokus auf Energie. Hier können wir vielleicht auch mal ausgeglichen machen. Die sind schon im gelben Bereich. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Der ist im orangen Bereich. Der kann Fokus auf Energie legen. Ist klar. Ich meine, wenn wir jetzt immer im 3-Tages-Rhythmus spielen. Meine Fehler haben uns den Sieg gekostet. Das tut mir leid, Boss. Ich hätte zu gerne gewonnen. Setz dich nicht zu sehr unter Druck. Ja, er spielt auf den Fehlpass an. Also das ist sogar mal realistisch. Die Aussage von ihm, die ist wirklich mal realistisch. Aber ihr seht, ich muss gegen Freiburg wahrscheinlich den ein oder anderen neuen Spieler reinbringen. Kann ja auch nicht schaden. Vielleicht muss frisches Blut hier rein in die Truppe. Aber wir machen weiter. Wir geben da gar nicht auf. Wir gucken mal rein hier. Das sieht noch nicht rosig aus, klar, aber wir werden uns erstmal in den Regionen hier aufhalten. Leipzig auch nur 10. Also soll mir recht sein, dann spielen sie nicht international. Oben Bayern, Dortmund, Wolfsburg, die Augsburger. Also ihr seht, hier gibt es Sachen, die gibt es eigentlich gar nicht. Augsburg 4., Leverkusen 6. Also es ist noch alles sehr, sehr eng zusammen. Das ist das Positive und auch Positive ist, dass wir gegen Freiburg direkt schon mal die Chance haben, nachzulegen. Also ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ein torreiches Spiel. Wenn es so weitergeht und wir auch mal gewinnen, dann nehme ich das gerne mit. Aber die Gegentore, das müssen wir irgendwie abgestellt bekommen. Ich guck mal, was ich da mit den Coaches noch machen kann. Also macht's gut, bis zum nächsten Spiel. Ciao, ciao.